Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Video, was rein gar nichts mit Büchern zu tun hat. Denn heute zeige ich euch meine DVDs. Ich sitze hier schon vor meinem Regal, wo die DVDs drin sind. Dazu muss ich sagen, dass da bestimmt jetzt die ein oder andere fehlt oder die ein oder andere dabei ist, die eigentlich nicht mir gehört, sondern meinem Bruder oder meinen Eltern oder keine Ahnung. Also das ist hier alles nicht so strikt getrennt in diesem Haus hier. Verlassen dann CDs dann auch von mein, DVDs dann auch von meinem Zimmer. So, hier ist mein erster Stapel DVDs und das sind hauptsächlich Disney-Filme, außer zwei Ausnahmen. Huch, und die zeige ich euch jetzt alle nach der Reihe. Die erste DVD ist Aristocats. Oh, wie halte ich das denn jetzt, damit es nicht spiegelt? Das ist jetzt eine holländische DVD, weil ich die in Holland auf dem Flohmarkt gekauft habe. Aber da ist auch die deutsche Version drauf, also macht das relativ wenig. Dann Bärenbrüder. Der König der Löwen 2. Den ersten Film habe ich gar nicht auf DVD, den habe ich nur auf Video. Ein Königreich für ein Land. High School Musical, Plötzlich Prinzessin 2, den ersten habe ich auch nur auf Video, aber ich mag den zweiten sowieso lieber. Dann ein Popstar auf Umwegen, das ist so ein Lizzie McGuire Film. Ich habe nie die Serie Lizzie McGuire geguckt, aber ich habe diesen Film und ich habe ihn schon so oft gesehen und irgendwie passt das nicht zueinander. Dann Rapunzel neu verföhnt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich liebe diesen Film so sehr. Dann Wall-E, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das ist so eine extrem blöde Pappbox, also ne, das ist auch schon voll kaputt und die DVD ist überhaupt nicht sicher da drin gelagert und so. Und dann habe ich noch zwei Ghibli-Filme und zwar Chihiros Reise ins Zauberland und Das wandelnde Schloss. So, und dann geht's los mit meinen anderen DVDs, die ich so habe. Ich habe jetzt nochmal den Rest der ersten Reihe da rausgeholt. Und dann habe ich noch 17 Again, ich liebe diesen Film, der ist so cool. Und Avatar, den habe ich bisher, glaube ich, einmal gesehen. Und das ist auch so ein Film, den man, glaube ich, nur einmal schaut. Und danach muss man den nicht nochmal schauen. Aber man muss die DVD haben. Dann Beim Leben meiner Schwester, so ein großartiger Film. Aber das Buch ist noch viel, viel besser. Also, wow, toll. Dann Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio. Und ich finde diesen Film auch so toll. Ich habe ihn auch schon so oft gesehen. Also, richtig, richtig cool. Dann Das Streben nach Glück mit Will Smith und seinem Sohn Jaden. Da war er noch niedlich und ich mag diesen Film auch so gerne. Dann Der Herr der Ringe. Das ist eigentlich, ach, Die Gefährten. Es ist, ja, das ist eigentlich gar nicht meine DVD. Die gehört eigentlich nach unten, weil die meinen Eltern bzw. meinem Vater gehört. Aber ich glaube, ich habe den irgendwann mal geschaut und dann habe ich die einfach hier gelassen. Genauso wie Der Schuh des Manitou. Das ist auch noch hier, obwohl es eigentlich nicht mir gehört. Dann Die Frau des Zeitreisenden. Da fand ich das Buch sehr, sehr langweilig und der Film ist jetzt auch nicht so... Ja, er ist wohl schön, aber nicht mehr, ne? Es ist einfach, ja, ein schöner Film, aber... Dann Die Geisha und das ist so ein geiler Film, also wirklich, ich liebe diesen Film. Dann Die wilden Kerle 3. Ich muss ja gestehen, dass ich irgendwie ein bisschen auf Die wilden Kerle stehe, aber irgendwie... lache ich mehr drüber, als dass ich es wirklich gut finde. Also ich finde es sehr, sehr witzig, vor allem mit Jimmy Blue Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht. Coole Boys. Und dann habe ich noch Final Fantasy Advent Children. Final Fantasy 7 Advent Children, so heißt es. Ja, das ist der Film, der die Nachgeschichte von Final Fantasy 7 erzählt oder so. Ich habe Final Fantasy 7 nie gespielt und deswegen habe ich diesen Film das erste Mal, als ich ihn geschaut habe, überhaupt nicht verstanden. Und ja, aber eigentlich ist er ziemlich cool und ich liebe die DVD, dieses DVD-Case. Das ist so mega shiny. So, dann sind wir jetzt auch schon durch mit der ersten Reihe. Das geht ja alles mega flott hier. Weiter geht's mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme und das ist Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Das ist ein deutscher Film, aber der ist so toll und ich liebe diesen Film so sehr. Also, wenn ihr auf so... ja, Jugend, Liebesgeschichten mit Rockstars steht, dann ist es euer Film. Ich liebe diesen Film und für einen deutschen Film ist er einfach so gut. Also dann Hangover, ich glaube, den hat auch fast jeder und ich finde den immer noch echt witzig, obwohl man sich den halt nicht oft anschauen kann, weil die Witze teilweise auch einfach jetzt schon ausgelutscht sind mittlerweile. Aber ich finde ihn immer noch super, super cool. Dann Ich bin Nummer 4. Das ist auch ein super, super cooler Film, den ich eigentlich nur wegen Alex Pettifer gekauft habe damals. Hier, der ist der hübsche Mann da auf dem Cover.
Und ja, das war eine ganze Zeit lang mein Lieblingsschauspieler und ich finde den einfach ultra heiß. Und deswegen habe ich mir diesen Film gekauft. Und dann Illuminati von Dan Brown. Das Buch ist von Dan Brown, der Film ist nicht von Dan Brown, aber der Film ist mit Tom Hanks. Ja, aber das ist auch eine DVD, die meinem Bruder gehört. Dann Iron Man. Ich liebe Iron Man, ich liebe diese ganze Trilogie, das ist so, so cool. Sowieso auch Avengers und so, finde ich super cool. Last Samurai, das ist auch ein Film von meinem Bruder, aber ich habe ihn hier. Dann The Lucky One, Für immer der Deine. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Film. Also er ist jetzt nicht so ultra mega gut, aber Zac Efron sieht einfach so gut aus in diesem Film. Also ich stehe auf Zac Efron, muss ich sagen. Also der hat sich wirklich, wirklich gemacht. Dann Marley und ich, den Film habe ich noch nie gesehen. Ich mag auch Hunde nicht so besonders. Den Film, den haben meine Eltern mal irgendwann beim Schrottwichteln oder so mit Bekannten bekommen. Und ja, aber ich habe gehört, dass er sehr, sehr schön sein soll und sehr traurig. Aber ich stehe halt nicht auf Hunde, ne? Dann Nur mit dir. Das ist auch eine Nicholas Sparks Verfilmung, aber den fand ich nicht so, so gut. Dann Parade's End. Und das ist so eine Serie eher, das ist gar kein Film. Und das habe ich immer noch nicht geschaut. Das muss ich auch endlich mal ändern. Dann PS, ich liebe dich. Ja, den Film habe ich bisher einmal gesehen und ich habe so viel geweint, Leute. Ich habe so doll geweint, dass ich nicht mehr atmen konnte bei diesem Film. Also ich habe so richtig geschluchzt und bin so richtig gestorben. Dann Shopaholic und den Film finde ich einfach super, super witzig. Den Film finde ich besser als das Buch, muss ich gestehen. Dann Solange du da bist, den finde ich auch sehr, sehr niedlich, obwohl ich Reese Witherspoon eigentlich nicht so gerne mag, aber fand ich cool. Dann Stichtag, den fand ich ganz okay, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe den erst einmal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es genau geht und ja. Dann Titanic, der ist sogar noch eingeschweißt, aber ich habe ihn mir einfach gekauft, weil jeder Mensch muss diesen Film besitzen, weil er toll ist. Und Leonardo DiCaprio sieht so gut aus in diesem Film. Oh mein Gott. Dann noch Traumschiff Surprise Periode 1. Ja, gehört eigentlich auch nach unten, aber ich glaube, irgendwann habe ich mir einfach mal die Bully-Filme angeschaut und dann habe ich die gleich hier gelassen. Und jetzt kommen wir zu den letzten paar DVDs in meinem Regal. Und, oh, da hätten wir gleich mal meinen Lieblingsfilm. Vielleicht lieber morgen. Das ist die Verfilmung von The Perks of Being a Wallflower. Und dieser Film ist so schön. Und das Buch ist auch so schön. Und ihr müsst ihn alle sehen. Und er ist so toll. Und dieser Film ist so, 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 so toll. Ich liebe ihn so sehr. Und dann Zwei Ohrküken. Den habe ich irgendwann mal, weiß nicht, zum Geburtstag bekommen oder so. Fand ich ganz okay. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Til Schweiger-Fan, muss ich sagen. Jetzt kommen so DVDs, die eigentlich da so, ja, die in die Ecke da gekommen sind, weil ich sie noch nicht mehr so mag oder beziehungsweise weil sie einfach so random DVDs sind. Zum Beispiel Avatar, das ist Buch 1 Wasser Volume 1, das sind 4 Folgen Avatar und dafür eine DVD und die habe ich mir mal irgendwann vor langer Zeit gekauft. Ja, und dann habe ich hier noch eine Musik-DVD, das ist Bullet for My Valentine Live at Brixton. Ja, ich war mal ein Bullet for My Valentine Fan in meiner Emo-Phase und so weiter. Und da habe ich auch diese DVD gekauft. Ich glaube, ich habe sie wirklich noch nie gesehen. Dann habe ich noch von Evanescence Anywhere But Home. Ja, die habe ich sogar gesehen und das war in meiner Evanescence-Zeit. Da habe ich die über alles geliebt. Auch eine Musik-DVD. Und dann ganz in der Ecke kommt meine größte Schande. Und zwar ist das eine Live-DVD von Oliver Pocher. Ich fand diesen Typen echt mal witzig und ich habe mir sogar eine DVD von ihm gekauft. Oh Gott. Warum? Warum? Dummes Vergangenheits-Ich. Aber das waren alle meine DVDs und wenn ihr euch jetzt wundert, wo sind die Harry Potter DVDs? Die sind alle unten, wir haben diese komplette Box und keine Angst, ich habe Harry Potter DVDs. Dann war es das jetzt auch schon für dieses Video und dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen, ob ihr schon Filme gesehen habt und ob ihr gute Filme dabei habt oder ob ihr irgendwelche Filme total ätzend findet von denen hier. Schreibt mir das alles ruhig in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und ciao!
Und ein kleiner Nachtrag, ich habe was vergessen. Und zwar steht hier am anderen Rand noch die Flucht der Karibik Trilogie, beziehungsweise die ersten drei Teile von Flucht der Karibik, den vierten habe ich nie gesehen. Die habe ich noch vergessen, die stehen hier, weil die nicht mehr damit reingepasst hatten. Und hier vorne drin stehen halt auch noch meine ganzen Serien-DVDs, aber die habe ich euch ja schon mal alle gezeigt, da ist auch nicht viel dazugekommen. Und außerdem ist hier noch die Zurück in die Zukunft Trilogie, die ich über alles liebe, das sind so coole Filme. Und dann steht hier noch eine Live-DVD von Casper.